Fluss, um nach Farinern zu tauchen. Doch er fand nix und der Hund war dafür auch nicht zu gebrauchen. Eines Tages explodierte der Warmwasserboiler im Haus. Und aus den Trümmern kam eine wunderschöne Fee heraus. Die Königin hatte gerade Mittag gekocht und sie meinte: Hey, setz dich doch mit an unseren Tisch, es gibt Reis mit Kartoffelpüree. Kartoffelpüree! Und ging schlafen. König und Fee blieben sitzen und schauten sich in die Augen. Nach einer Stunde meinte der König: Ja, und was ist nu? Ich bin Fee, drei Wünsche frei. Was glaubst du? Wasch ab und da wuchs ihm ein riesiger Kaktus aus dem Ohr. Und die Fee sagte: Hey, guck nur mir diese Welt etwas seltsam vor. Was ist hier faul? Warum hab ich kein Schloss? Warum hab ich eine Nase aus Porzellan? Was ist eigentlich los? Da klappt eine Stimme. Du abhörlicher Zwerg. Mehr Respekt vor dem Schöpfer. Kritisier dich mal. Dass es irgendwie noch als Kunst durchgeht. Plötzlich wieder!